Willkommen zurück zu Bioshock 2. Ja, die Reise zum Finale rückt immer näher, würde ich sagen. Und es riecht nach Finale. Es riecht förmlich nach Finale. Probenbehälter. Mhm. Leider schmerzen mich die Lichter hier drin unerträglich in den Augen. Bis sie bei mir sind, um mich zu töten, bleiben sie ausgeschaltet. Bitte suchen Sie die Schalter und betätigen Sie sie. Kommen Sie dann wieder her, um den Strom wieder anzuschalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Finde und aktiviere die Schutzschalter. Ich will gar nicht wissen, wie der Typ aussieht. Das wird lustig, glaube ich jetzt. Ich glaube, wir werden jetzt ein bisschen Spaß haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin nicht so gut, was das angeht. Ich könnte mir vorstellen, dass ich erstmal vielleicht mit der anfange. Und vielleicht mit Feuer ist ganz gar nicht mal so schlecht. Können wir denn... Obwohl, wir haben ja schon Elektrobolt 2, ne? Mal gedrückt halten. Bevor ich jetzt runtergehe, gucke ich nochmal eben hier. Beruhigungskammer. Naja. Die brauche ich manchmal auch, wenn ich Horrorspiele spiele. Dann brauche ich auch eine Beruhigungskamera. Nicht Kamera, Kammer. Wie komme ich auf Kamera? Ich weiß es nicht, das Spiel. Sophia glaubt, der perfekte menschliche Altruist ist nur eine Formel, die darauf wartet, von uns berechnet zu werden. Intelligenz und Bewusstheit sind nicht das gleiche, argumentiert sie. Selbstbewusstheit wird ganz natürlich zur Obsession. Könnten wir also mein Selbstbewusstsein unterdrücken, mich aber gleichzeitig mit der kognitiven Fähigkeit ausstatten, dem Allgemeinwohl zu dienen, könnten wir so den ersten Utopisten erschaffen. Mhm. Und dann, sagte Sophia, würde endlich, endlich Utopia folgen. Den ersten Utopisten. Ah, guck mal, hier ist ein Schutzschalter. Den anderen habe ich schon... Den anderen habe ich schon gefunden. Der war hier. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir... Oh Gott. Dass wir hier Besuch kriegen, wenn wir den jetzt umlegen. Aber gut. Machen wir doch mal. Aktiviere den Hauptschalter. Ist das hier? Nee. Das wär zu einfach. Oh Gott. Oh Gott. Oh, guck mal. Dr. Alexander hat zugestimmt, beide Maßnahmen des Projekts Neues Utopia zu akzeptieren. Er wird eine Art genetische Chimäre werden, die alle Gedankeninhalte Raptures in sich vereint, indem er durch das Adam, das wir gewonnen haben, die Talente und Erinnerungen der Menschen durchdringt. Und ich habe, als Folge von Projekt WDSF, ein alternatives Set von Verhaltensrestriktionen entwickelt. Dr. Alexander wird buchstäblich für das Allgemeinwohl leben. Seine Liebe und Loyalität wird sich gleichmäßig auf die gesamte Menschheit verströmen. Für mich ist das eine schwere Übung in Disziplin. Für ihn wird es Instinkt sein. WASD wäre viel besser gewesen, aber gut. Okay. Sophia und ich wussten, dass es einen hohen Preis fordern würde, den ersten Utopisten zu erschaffen, mein Freund. Wir brauchten einen Wirt für all das Adam. Raptures hellste Köpfe. Ein williges Subjekt. Also, mich. Oh Gott. Was? Alter. Das, was Sie in dem Tank gesehen haben, war tatsächlich ich. Ich befürchte, das Schicksal von Eleanor Lamb wird nicht so körperlich greifbar, aber ähnlich grotesk ausfallen. Dieser Behälter für Tiefseelebensformen eignet sich ideal dazu, mich auszuschalten. Oh Aber Gott. Zuerst müssen Sie genug Pflanzen voll Adam beschaffen,
um mich herauszulocken. Okay. Die Schnecken ernähren sich von dem Stoff und er ist jetzt alles, was ich will. Ich habe ihnen eine Probe hinterlassen, damit sie wissen, wonach sie suchen müssen. Und wo ist diese Probe? Ach, hier. Oh Gott. Meine angesehene Stellung wirst du niemals einnehmen, du mieser Verräter. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, das wird nicht einfach. Ich glaube, das wird nicht einfach. Oh! Schön. Alter, was? Ernsthaft? Der? Alter, das... Alter, wie gemein das ist. Ich bin noch nicht so weit. Wo ist der? Alter, und dann noch zwei. Ernsthaft? Oh, wie gemein. Hör zu, mein Junge. Diese ganzen Schlüssel, die du beschafft hast, sind alle genetisch kodiert. Und um an Lamb ranzukommen... Wieso hat er auf einmal eine andere Stimme? Hört mal genau hin, der hat eine andere Stimme. Warum? Brauchst du einen vom guten alten Gilda drin? Aber der Reihe nach. Zuerst müssen wir ihn ruhig stellen. Such die Pflanzen, die er erwähnt hat, und lock ihn da raus. Warum hat er eine andere Stimme? Ist da vielleicht jemand... bei der Entwicklung des Spiels gestorben? Das... oder beziehungsweise der Synchronsprecher? Es wäre mir ein Graus. Es würde mir sehr leid tun. Oh Gott, ey, jetzt kommen noch diese dicken... Diese Alpha-Daddies da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Komisch, dass er auf einmal jetzt eine andere Stimme hat. Aber das ist noch niemals der Kampf gegen Lamb. Oh Gott, wenn der jetzt schon so schwierig ist hier. Ernsthaft? Eine Kamera? Hallo? Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist so furchtbar. Ich habe Angst, was hier passiert alles. Ah, guck mal, hier ist Vita Chamber. Sehr schön. Wir müssen auf jeden Fall die Pflanzen finden. Gut, dass der tot ist. Wir finden einfach schon zu viel... Ah, da hinten. Wir finden einfach zu viele Sachen hier, habe ich das Gefühl. Wir sind so gut ausgerüstet, das kann nichts Gutes heißen. Noch zwei Pflanzen. Wo kommt die Musik her auf einmal? Wir können dich doch in deinem Zustand nicht in den Labors herumrennen lassen. Das war so klar. Was ist denn jetzt? Ich sehe nichts. Alter, was? Ernsthaft? Alter, hör auf damit! Ja, komm! Oh, warte mal! Da war doch noch einer. Ich hab doch gerade noch einen rumlaufen sehen. Teufel, was für ein Leben. Rummarschieren und den Daddy spielen, bis irgendein Splicer es schafft, ihre Sister zu killen. Und wenn sie da nicht ins Koma fallen, werden sie wahnsinnig. Und es bleibt ihnen nichts mehr, als zu schreien. Nichts gegen dich, Junge. Wir sollten zusehen, dass du schnellstens zu Eleanor kommst. Ja, was hat er von der ganzen Sache, dass er uns da hilft? Ich bin noch nicht so ganz schlüssig. Dein Körper beginnt, sich selbst zu zerstören. Der Drang, Eleanor zu finden, wird dich in den Wahnsinn treiben oder ins Koma fallen lassen. Du hast keinen Anspruch auf sie. Deine Entwicklung gehörte zu Raptures größten Sünden. Und doch gibst du nicht auf. Warum nicht? Weil meine Liebe stärker ist. Tja, das ist das Ende der Alpha-Serie.
Die Paarbindung funktionierte einfach zu gut. Diese irre Tannenbaum hat sich gegen die Firma gestellt und einige der Sisters wieder zu Menschen gemacht. Andere fielen Splicern zum Opfer. Jedenfalls war das Trauma zu viel für die jeweiligen Protektoren. Und das führte dazu, dass sie randalierten oder ins Koma fielen. Wir können ihre selbstmörderischen Tendenzen zügeln, aber das war's dann auch, fürchte ich. Heute habe ich einen in der Nähe eines Gatherers Garden knien sehen. Er hat geweint. Tja. Oh, ernsthaft? Der auch noch jetzt? Oh, den kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Den kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Ich gehe mal außen rum. Sicher ist sicher. Hallo Jungs. Alles klar bei euch? Ciao. Du Penner. Hast hier nichts verloren. In dem Garten. Warte mal, Jungs, wartet mal. Ich hab mal was für euch. Was ist denn das? Wieso sterben die dadurch? Das ist doch nicht wahr, ey. Wieso sie einfach nicht sterben? Wollte schon sagen, wie sie einfach nicht sterben, weil sie einfach so viel aushalten. Es ist abnormal. Ja, aber gut. Alter. Boah, wie gemein. Nein, Alter. Okay, ich nehme alles zurück. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leiche durchsuchen? Hä? Ach nee. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Mein Gott, ich bin aber auch so dämlich am Klicken manchmal. Bleib hier. So, du gehörst zu uns. Und schon haben wir nur noch 4 Verbandskästen. Ich finde es echt wenig, was wir hier an Verbandskästen bekommen. Oh, oh. Die lassen wir mal erstmal kämpfen. Soll ich es wagen oder soll ich es nicht wagen? Ich probiere es mal. Eigentlich wollte ich sie mitnehmen, aber gut. Wolfgang. Ist immer noch mein Name. Lecker Fisch. Lecker, lecker. So. Ach, von den Minigeschützen haben wir voll. Die können wir auch mal wieder nutzen. Ich vergesse die immer. Solltest du mich nicht daran erinnern, dass ich die nutzen sollte? Gut. Aha. Er hat wenigstens für uns schön aufgeräumt. Wir müssen unbedingt zusehen, dass wir hier die Granaten kriegen. Weil, falls da gleich nochmal jemand von den dicken Otzis da kommt,
stehen wir ganz schön doof da, weil mit den Granaten ist es echt leicht oder beziehungsweise relativ easy. Schöner Soundpack. So. Wo sind wir? Ah, da ist die Pflanze, die wir brauchen. Okay. Hier hat man die Bindung zwischen uns hergestellt, Vater. Hier hat man Gott gespielt. Du warst das einzig Gute, was Rapture mir je gegeben hat. Ich erinnere mich an diesen Ort. Es ist so lange her. Das Gardenanwärter, Protektoranwärter. Ach krass. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen. Moment, bevor ich jetzt da die Blume nehme. Kleinen Moment. Oh, eins. Wie kommt man denn dahin? Einen Moment bitte. Warte mal. Willkommen im Zirkus der Werte. So, haben wir nämlich 12 von den Granaten. Dann sind wir da mal gut ausgerüstet. Wir haben echt so viel. Wir haben genug Kohle. Die Vitamine werden dir einen kleinen Gesundheitsschub verleihen. Joa. Ich nehme lieber hier ein paar Sachen mit. So. Ich gehe nach unten. Ach, hier kommen wir noch gar nicht lang. Okay. Gut, hätte ja sein können. Ich denke mir mal, dass wir wahrscheinlich gleich ordentlich kämpfen werden. Oh, da liegt noch ein Tonband. Warte mal. Und wir können hier auch rein, wenn wir... Sehr schön. Würde ich sagen, gehen wir da mal rein. Mutter hat Dr. Alexander zugrunde gerichtet. Sie wollte ihn zu einem lebenden Heiligen hochspleißen, der die Bedürfnisse der Allgemeinheit kennen und unermüdlich für sie eintreten sollte. Aber jetzt ist etwas Unaussprechliches aus ihm geworden. Mutters Weltanschauung ist genauso verfehlt wie die von Ryan. Für sie wäre es besser, alle lebten im Elend, als dass wir unsere eigenen Ziele verfolgen. Ich muss hier raus. Ja, Eleanor, ich werde dich auch retten. Glaub mir mal, ich werde dich retten. Wir haben unsere älteste Sister physisch und mental neu konditioniert. Und mit Protector-Equipment ausgerüstet, das nach meinen Entwürfen modifiziert wurde. Die Jüngeren titulieren sie als Big Sister. Leider ist das nur ein Notbehelf. Durch die Splicer und den Alterungsprozess der Mädchen werden uns bald geeignete Little Sisters ausgehen. Und dann ist die Erdoberfläche unsere einzige Chance auf Nachschub. Ja, das stimmt allerdings. So, was nehmen wir denn an... Boah, jetzt bin ich hier überlegen. Ladestreifen, Größe für Granatwerfer. Eine größere Munitionsbox bedeutet mehr fürs Geld. Aha. Immunität gegen Granatwerfer, Schaden. Ein gedämpfter Deflektor verhindert Schaden durch Explosionsangriffe. Das ist ja geil. Das ist ja cool, das nehme ich mal. Das nehme ich mal. So. Ich würde sagen, dann wollen wir mal. Eleanor, ich komm dich. Ich komm dich. Habe ich das wirklich gesagt? Ich komme, um dich zu retten. So. Ein Pflanzer. Es war ihr nicht bestimmt, einen Vater zu haben, Delta. Sie sollte die Erbin meines Lebenswerks werden. Und hier hat man sie verändert. Hier hat man sie an dich gebunden. Das Kind, das sie einst war, starb in diesem Raum.
Wo ist der? Wer oder was bist du? Wo ist der? Verschwinde! Zeig dich, du kleiner Pimpf. Ui. Oh, hier sieht's ja super aus. So, jetzt gehört er zu uns. Der ist auch im Scheißhaus gestorben. Boah, das ist auch ein schrecklicher Tod, oder? Kann mir doch einer erzählen, was er will. Das ist doch der... Das ist doch, also den Tod gönne ich niemanden. Auf dem Scheißhaus zu sterben beim Kacken? Alter, das ist doch, glaube ich... Ah, oh, hier würde ich gerne rein. Hier ist das mit dem Eis. Aber wie komme ich da rein? Warte mal. Boah, im Scheißhaus, Alter, bei... Das ist doch fürchterlich. Warte mal. Beim Kacken sterben, das ist irgendwie, weiß nicht, das ist so ein unwürdiger Tod. Ich war heute im Eves Garden. Es ging übel aus. Mein Samen verkauft an den Feind. Die Motive der Hure sind mir gänzlich unklar. Aber Atlas rückt vor und komme, was da wolle. Ich lasse mich nicht zum Sklaven machen. Ich frage mich, sind diese Aufnahmen eine Beichte? Gerade vorher habe ich Sinclair auf dem Flur getroffen. Vielleicht hat er in meinen Augen gelesen. Der Mistkerl hat mich direkt angestarrt und dann vorgeschlagen, ich soll einen Termin bei Doc. Okay, Kumpel, es wird Zeit, die Fische zu füttern. Geh zurück zu Alexanders Tank und wirf die Pflanzen rein. Naja, Leute, Ruhe. Erstmal muss ich hier rauskommen. Oben räumt gerade unsere Granatgeschütz auf. Finde ich voll geil. Man hört es auch gerade. Ach, guck mal, hier ist Vita Chamba. Da, ach guck mal. Guck mal, da liegen Sachen rum. Warte mal eben. Ach, Wärmesuchen haben wir schon. Schade. Egal. So. Dann können wir hier eigentlich raus. Ernsthaft? Gilbert, es war sein Wille zu sterben, Delta. Um der Allgemeinheit zu dienen, indem er sie vor seinem Wahnsinn schützt. Deine ganze Mission hier basiert auf deiner Weigerung, ebenso zu handeln. Wirst du ihm seine Bitte gewähren? Wissend, dass Nein. er dem Kollektiv gedient hat? Natürlich nicht. Wiedergeburt, hm? Klar, man lebt ewig, aber ohne den Körper. Ich mag meinen Körper, mein Junge. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass meine Erinnerungen und meine Persönlichkeit im Kopf eines heiligen Kindes gespeichert werden. Wie irgendwelche Bücher, die in einer Bibliothek herumstehen. Huch. Oh nein. Oh nein. Ich glaube... ja. Ich glaube, Huch. Ja, ich glaube, das Spiel hat sich aufgehangen. Scheiße. Gut, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Scheiße, fuck. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt, wo es spannend wird. Bis in einer weiteren Folge. Also, bis dann. Ciao.